Servus, liebe Kinder, Dora. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ich bin heute für euch unterwegs, weil ich den Trail 22 von Deuter ausprobiert habe. Einen besonders leichten und angenehmen Rucksack. Und den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Schauen wir uns mal den Deuter Trail 22 im Detail an. Es gibt jetzt einen Nachfolger bereits, den Deuter Trail 25. Aber von der Ausstattung her sind beide sehr identisch. Also, ihr seht hier schon mal da oben das markante Loch. Ihr könnt den Trail 22 mit einer Trinkblase ausstatten. Der hat auch im Inneren eine entsprechende Halterung. Dann, wenn ihr ein bisschen näher rangeht, seht ihr auch hier den Deuter Air Contact. Also, wenn es darauf ankommt, dass der Rucksack nicht irgendwo rumschlackert, sondern wirklich gut am Körper anliegt, vor allen Dingen am Klettersteig, dazu ist er konzipiert. Für sowas nimmt man her den Burschen. Ja. Dann der nächste wichtige Punkt ist auch hier die Regenhülle, die ist integriert da innen drin. Dann, was er auch braucht, ganz leichte, dünne Beckengurte, Beckenflossen, damit das Ganze sehr stabil ist. Und was mir schon mal aufgefallen ist, auch an dem ganzen Erscheinungsbild vom Deuter Trail 22, er ist sehr clean, er ist sehr aufgeräumt und daher ist er wirklich ein reiner Alpinistenrucksack. Ist das Einzige, was an ihm etwas verwirrend ist, ist der Name, der ist nicht fürs Trailrunning gedacht und auch nicht fürs Mountainbiken, sondern für alle, die schneller wandern wollen, beziehungsweise vor allen Dingen auch für Klettersteiggeher. Dann ganz klar, ihr seht zum Beispiel, was mir auch sehr gut gefällt, diese Detaillösung. Wir haben hier ein Stück Neopren links und rechts, damit ihr auch mit Handschuh das bedienen könnt oder wenn es mal schnell gehen muss, einfach festhalten, aufmachen. Dann hier dieser Schlüsselhalter im oberen Deckelfach drin. Was ja auch sehr wichtig ist, die alpinen Notrufe, wie man sich verhalten muss, wie man Bergretter verständigt. Auch ein gutes Stichwort, deswegen hat er auch so eine auffällige Farbe. Sollte was sein, was ich natürlich nicht hoffe, dann wird man mit so einem knallbunten roten Rucksack leichter von den Rettungskräften gefunden, als mit einem in Tarnfarben. Das sollte man sich auch überlegen, also hier in einem Anomaly-Deckelfach. Einfach zu öffnen, ratzfatz offen, dann ihr seht hier auch schon drinnen die Halterung für die Trinkblase, die man hier reinbauen kann, hier die Öffnung dazu. Was mir am meisten und am besten gefallen hat, auch an dem Trail 22 von Deuter, wir können ihn hier unten wunderbar und schnell öffnen, wenn es pressiert. Und ihr seht selber schon, haben wir da Zugriff auf den Innere vom Rucksack. Ja, ihr könnt hier Stöcke festmachen, ganz klar. Wer einen längeren Zustieg hat zum Klettersteig, die wenigsten Klettersteige sind da direkt vom Parkplatz, zum Glück muss man sagen. Dann hier könnt ihr, mit Karabiner Dinge festmachen. Also der ist perfekt für alle ausgelegt, die auf dem Klettersteig unterwegs sind. Wir haben da die einzige Innenaußentasche, die verschließbar ist. Und hier haben wir noch eine Netztasche für eine Flasche. Trägt sich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ist für Leute, die gern schnell unterwegs sind, für Klettersteiggeher sehr zu empfehlen. Bekam auch einen Kauftipp beim Test vom Magazin Bergsteiger. Ich kann mit Ihnen anschließen. Der ist sehr solide, sehr, sehr gut verarbeitet, wie man es von Deuter gewohnt ist. Sehr aufgeräumte Optik, leicht strapazierfähig und vielseitig einsetzbar für alle, die gern schneller unterwegs sind. Von 6 möglichen Kompassen bekommt er deswegen 6. Ganz klarer Fall. Ja, liebe Kinderoutdoorer, weitere tolle unabhängige Tests findet ihr auf kinderoutdoor.de. Schaut wieder vorbei und am besten sehen wir uns draußen. Macht es gut, bis dann.